Servus, Grüezi und hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Neue Mini-Brunnen hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen den LS22 auf der Playstation und ich bin der Badenfarmer. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Auch wenn das Wetter... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man bei Regenwetter auch wirklich mit dem Ballon fährt. Ich weiß es nicht, aber nichtsdestoweniger... Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Es kratzt im Hals. So, jetzt sollte es besser gehen. Also, ihr seht es, wir haben heute nicht gerade das beste Wetter erwischt. Nichtsdestoweniger im September. Wir müssen raus und haben noch einiges auf dem Feld zu tun. Hier habe ich ein bisschen aufgeräumt. Denn wir haben ja in der letzten Folge einiges an unserem Fuhrpark, an unseren Gerätschaften geändert, haben einiges verkauft. Den großen Valtra, den Steyr, den kleinen Valtra behalten wir ja als Hoftraktor und damit habe ich dann ein bisschen aufgeräumt. Und hier seht ihr unser neues Schmuckstück hier auf dem Hof, den Lamborghini mit einer Kombi hier hinten. Und die werden wir jetzt gleich nutzen, denn wir haben hier noch ein Feld einzusehen. Und da fahren wir jetzt gleich mal hin und ich denke, wir werden ausbringen. Lasst uns mal schnell schauen. Weizen. Wir werden, denke ich, Weizen ausbringen, denn Gerste haben wir noch von der letzten Ernte. Und hier haben wir ja Raps, da müssen wir dann auch noch düngen. Und wir müssen auf jeden Fall noch entweder Gerste, Weizen. Wir bringen Weizen aus, damit wir Stroh auch wieder haben für unsere Tiere. Fahren wir auf unser Feld. Und dann schauen wir mal, wie effektiv hier diese Kombination aus Traktor und Sämaschine und Kreisläge funktioniert. So, hier geht's rein. Und da vorne rechts ist unser Feld. Und auf dem wächst, so wie es aussieht, schon mal schön Unkraut. Okay. So, das richtige Material müsste ja eingestellt sein. Weizen, genau. Muss man die Maschine noch ausklappen? Nein. So. Okay. Dann legen wir los. Ja, das funktioniert. 12 km/h, das passt. Und hier hat man auch nicht den Eindruck, dass sich die Maschine quält. Das scheint zu funktionieren. Sehr gut. So, wir bleiben noch ein bisschen sitzen und schauen mal, was hier vorne passiert. Denn beim letzten Mal... Oh, was ist jetzt los? Nein, passt noch. Beim letzten Mal hat er dann doch hier vorne bei der Wende ein bisschen gezickt, der Helfer. Dann schauen wir mal, was er diesmal macht. So. Ja, da hat schon ein bisschen Probleme. Trotz allem, 220 PS hat, glaube ich, ist die Anforderung bei der Maschine. Und knapp 250 haben wir ja am Traktor an Leistung auf der Achse. So, ja, da unten drehen sie sich. Die Kreiselecke. So. Aber er macht eine ordentliche Wende und er kommt scheinbar zurecht. Denn wir haben noch was anderes vor. Ich habe uns noch mal was besorgt. So, hier ist er nämlich, der andere Traktor. Und mir ist nämlich eingefallen, wir haben ja noch ein Gewächshaus hier. Und das müssen wir ja auch an den Start bringen. Schauen wir mal, was wir da eigentlich anpflanzen können. Tomatensalat, Erdbeeren. Okay, Gras, Silage. Wieso das da jetzt? Gut. Ach so, nein, wir hatten ja Grassilage im Silo und das ist bereits zu Silage, Gras im Silo und das wurde zu Silage umgewandelt. So rum ist richtig, genau. Wir sind ja in der Produktionskette jetzt und das ist ja das hessische Fermentersilo. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen nicht bei der Sache. Okay, deswegen war das hier rot und wir haben ja schon mal wieder ein bisschen vorgespult. Okay, Salat, Tomaten, wir brauchen auf jeden Fall für dieses Gewächshaus Wasser. Und wie es der Zufall so will,
habe ich bereits ein Wasserfass gekauft und das steht beim Händler. So, dann werden wir jetzt hier ein bisschen umbauen. Okay. Sehr gut. Und dann ab zum Händler und dann bin ich mal gespannt, wo wir hier auf dieser Map Wasser kriegen. Laut Karte gibt es ja hier einen ganz großen Teich, da müsste es ja eigentlich möglich sein. So, dann machen wir mal Licht an und die Rundumkennleuchte. Naja, die eher blinkt als leuchtet. Okay. So. So, und da oben rechts, da sehen wir, ich muss ein bisschen auf die Straße achten, da oben rechts sehen wir unseren Lamborghini. Naja, also ich weiß nicht, die fahren hier ganz schön wild raus. Also in der letzten Folge hatten wir ja schon einen ziemlichen Unfall. Also müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Also so richtig, naja. So, hier geht's rum. Und hier geht's rein. Und dann fahren wir wieder gleich links. Und dann müsste doch eigentlich hier schon unser Wasserfass stehen. Der Klassiker. Der Klassiker. So. Das nehmen wir gleich mit. Ups. Bisschen flott. 7300 Liter müssten da reinpassen. Und dann gucken wir mal kurz auf der Karte. Auf der Karte. Da hat es einen Steg. Hier kommen wir an den See. Da kommen wir auch an den See. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir da Wasser bekommen. Sonst würde ich nämlich jetzt so direkt nichts sehen. Das sollte so passen. Wir werden es einfach versuchen. Wir fahren jetzt mal. Ja. Und da oben geht es ja dann zur Zuckerfabrik. Ja, wir fahren jetzt ganz normal wieder zurück zum Hof und versuchen hier unser Glück. So. So, weit frei. Und dann fahren wir links rum. Tja, fühlt sich fast so an, als wenn der Hänger schon voll wäre. Aber der ist noch leer. Aber man hat echt das Gefühl, so wie er anzieht. Ups, da kommt einer. So. Dann schauen wir mal da oben hin. So. Sehen wir unseren Lamborghini? Bei der Arbeit? Nein. Oh ja. Wir werden ihn schon finden, wenn wir ihn brauchen. Okay. Wird ja jetzt nicht irgendwo anders hingefahren sein. So. Aber irgendwie habe ich trotzdem ein ungutes Gefühl. Hier müssen wir rein. Und dann schauen wir mal, wo wir hier ans Wasser kommen. Wo es flach genug ist. Ups. Sorry. Ja, das scheint eher so ein Park zu sein und jetzt hier kein Feldweg für den Traktor, kein Wirtschaftsweg.
So, hier geht es aber, glaube ich, runter. Ja. Hier sollten wir die Möglichkeit haben, Wasser aufzufüllen. Na. So, noch einmal ein bisschen rangieren. Ja. Hier können wir aufladen. Dann schauen wir mal ganz kurz in der Zwischenzeit. So, während wir hier noch ein schönes Thumbnail machen. Was unser... Ja, der arbeitet. Gar kein Problem. Sehr gut. Aber wir machen mal ganz kurz die Hilfe weg. Dann wird das Thumbnail noch schöner. Hervorragend. So, Wasser ist drin. Okay, da geht's rüber über die Insel. Ah, da oben hat es eine Aussicht. Aussichtsguck. So, hier links. Dann fahren wir hier direkt über die Straße und gehen sozusagen von hinten auf unseren Hof. Oh, da geht's lang. Wunderbar. Diese Rehe. Und da vorne Rehe, Rehe, Rehe. So, wo ist eigentlich Charlie? Ach, da vorne, oder? Nein, auch ein Reh. Okay. So, hier müssen wir her. Sehr schön. So, also Tomaten, Salat oder Erdbeeren. Machen wir mal Salat, oder? Im Prinzip ist es kopfsbig gesprungen. Ja. Machen wir Salat. Jupp. Läuft. 7300. Das dazu. Sehr schön. Dann können wir den Anhänger, das Fass erstmal zur Seite stellen. So. Das machen wir einfach da hier neben den Misthaufen, weil so früh werden wir jetzt erstmal keinen Mist brauchen. Und da können wir das Fass erstmal abstellen. So. Sehr gut. Wir schauen mal kurz nach unseren Kühen. Ja, da ist genug Material da. Oh, Milch wird auch schon kräftig produziert. 2300 Liter. Ja, da können wir dann auf jeden Fall im Winter schon wieder ein bisschen was verkaufen. Okay. So, was ich jetzt noch machen würde, wäre gerne das Feld düngen. Unser Rapsfeld muss gedüngt werden. Auf jeden Fall. So. Da fahren wir mal hier neben die Big Packs. Jupp, das passt. So. Und da wir ja nur die erste Wachstumsstufe haben, müssten wir eigentlich ohne Probleme da übers Feld fahren können. Ohne Probleme soll heißen, dass wir keine Fruchtzerstörung noch nicht haben. Also ich denke, wir brauchen keine Pflegebereifung. Wir testen es mal kurz an. Nö, das sieht soweit ganz gut aus. Dann schauen wir mal. Ja, sehr gut.
Oh, da geht ganz schön Material raus. Ja, ich denke, da werden wir auf jeden Fall mal nachladen müssen. Ja, das wird uns, glaube ich, nicht für dieses Feld reichen. Mann, 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 das Wetter. Naja, gut, in den Bergen kann es halt nun mal schnell wechseln. So. Zack. Dann setzen wir zurück, machen ein kleines Vorgewende. So. Sehr schön. So, das müsste eigentlich so passen. Von der Breite? Ja, von der Arbeitsbreite. Ja, da lassen wir noch ein kleines Stück stehen. Mal schauen. Wenn wir jetzt ein wenig so ranfahren, ob es dann reicht oder nicht. Das sagt uns vermutlich gleich das Licht. Ja, das passt schon. Das können wir so lassen. Und dann reicht das Ganze auch gerade so. Müsste gerade so reichen. 14%. Ja. Sehr gut. Schauen wir nochmal. Ja, 180 ist natürlich klar, da muss einiges drauf. Ich glaube, da war so gut wie gar nichts drauf und da ist jetzt natürlich schon einiges an Dünger aufs Feld gekommen. Sehr schön. Dann bringen wir den mal weg und dann schauen wir mal, wie weit unser Lamborghini ist mit der Aussaat des Weizens. So. Ups. Oh ja. Ob wir diesen kleinen Drehschemel hier brauchen, den Welger, der ja für Ballen oder zum Einkaufen über Paletten holt, mit Sicherheit interessant ist, weiß ich jetzt noch nicht. So. Könnte man theoretisch eigentlich auch veräußern, denn wir haben Ladewagen und wir werden alles mit dem Ladewagen aufnehmen. Und wir haben ja eine Einkaufsstation hier auf dem Hof neben dem anderen Silo. Und müssen wir mal schauen, ob wir den hier wirklich benötigen. So, dann schauen wir mal kurz, wie weit unser Lamborghini ist. Lamborghini. Feines Teil. Sehr schön. Gut. Ja, dann würde ich doch sagen, er hat noch ein Stück zu fahren. Zwei Drittel ist ungefähr fertig. Ja, das ist das für heute erstmal wieder gewesen sein soll. Wir haben noch viel zu tun hier. Das heißt, wir haben noch genügend Arbeit für die nächsten Folgen. Ich darf mich jetzt an der Stelle wieder mal recht herzlich fürs Zusehen bei euch bedanken und ich darf mich natürlich auch recht herzlich bedanken für eure Unterstützung, für die Subs, für die Likes, die ihr da gelassen habt. Habe mich sehr, sehr gefreut. Es entwickelt sich ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich bin der Baden-Farmer und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.